Gibt es Leben im All? Gibt es außerirdisches Leben und warum gibt es uns hier auf der Erde? Ziemlich große Fragen, die ihr euch wahrscheinlich auch schon mal gestellt habt. Die gute Nachricht, hier in unserer Terra X Plus Live Schulstunde bekommt ihr eine Antwort. Ich bin Valerie und ich nehme euch heute mit in den Weltraum. Mit dabei sind unsere Super-Expertin Dr. Cecilia Skorsalesch und Professor Harald Lesch. Für die, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch mal kurz gegenseitig vor, aber nur in zwei Sätzen. Cecilia, du fängst am besten an. Ja, mach ich. Das ist Harald Lesch. Er ist Professor zu Astrophysik. Er liebt theoretische Physik, das heißt, er liebt Mathematik, er liebt die Lösung von Gleichungen. Er ist auch Professor zu Philosophie und Fernseher. Moderator und Wissenschaftsjournalist. Und das ist okay. Cecilia. Zwei Sätze. Zwei Sätze, sie hat es hingehört. Cecilia Skorza, sie ist eine richtige Astronomin. Also jemand, der weiß, wo die Sterne stehen, wie sie stehen. Und vor allen Dingen, sie hat richtig selbst beobachtet mit großen Teleskopen. Das heißt, sie hat richtig Ahnung von Astronomie. Und sie ist eine grandiose Wissensvermittlerin. Seit vielen, vielen Jahren kümmert sie sich darum, das Universum in einer Box hinzukriegen, die Infrarotastronomie zu erklären oder überhaupt zu erklären, was am Himmel sich so abspielt. Während die zwei hier gleich abheben, bleibe ich am Funk quasi verbunden mit der Erde und sammle eure Fragen aus dem Chat. Also schickt mir eure Fragen und damit übergebe ich das Wort an dich, Cecilia. Ja, wir werden uns heute mit einem Thema befassen, das viele Menschen beschäftigt, gibt es Leben im All? Und solche Fragen stellt man sich, wenn man dann unter einem Sternenhimmel steht, vielleicht dann in Urlaub, und man sieht dann hier Sternen und die gehören alle zu unserer Heimatgalaxie und die heißt dann die Milchstraße. Und die Milchstraße beinhaltet um die 200 Milliarden Sternen. Und eine von diesen Sternen heißt Sonne und die ist hier im Zentrum zu sehen und das ist dann unser Sonnensystem. Das Sonnensystem besteht auf 8 Planeten, wobei die 4 inneren Planeten Gesteinsplaneten sind und die sind dann der winzige Merkur, die heiße Venus, der blaue Paradies Erde, der Wüstenplanet Mars. Außerhalb befindet sich der Asteroidengürtel mit 100.000 Gesteinsbrocken und jenseits die 4 Gasplaneten. Der Jupiter, der allergrößte von allen Planeten mit seinen roten Flecken, der Saturn, der Herr der Ringe genannt, der gekippte Uranus und der schnell drehende Neptun. Und noch etwas weiter weg, der Zwergplaneten Pluto. Und wie Pluto gibt es einige Zwergplaneten im Sonnensystem. Das ist dann der Aufbau des Sonnensystems. Tja, und das ist jetzt die große Frage, gibt es sowas nochmal irgendwie? Könnte es sowas geben? Aber bevor wir das fragen, ich meine, hier gibt es ja hochinteressante Fragen im Sonnensystem. Hier zum Beispiel dieser Asteroidengürtel, war da mal ein Planet? Nee, war keiner. Die Asteroiden haben nur so eine Masse, die ist so groß wie der Mond. Und dann natürlich, wieso ist der Uranus gekippt? Hier schon gibt es Fragen über Fragen, aber wir wollen ja nur über die Frage nach Leben in unserem Sonnensystem fragen. Und zum Beispiel könnte man ja fragen, wo gibt es denn Leben im Sonnensystem? Ich meine, gut, bei uns zu Hause gibt es offenbar Leben, wir sind ja hier, aber wie ist es zum Beispiel woanders? Ich meine, es sind ja viele Dinge, die jetzt auf dem Mars gelandet sind. Die Chinesen haben jetzt hier auch so einen Roboter hingebracht. Und der soll ja auch tief bohren, ne? Ja, ja, also so die, ist es. Die Chinesen bohren tief, die Amerikaner haben einen Hubschrauber sogar jetzt da oben. Curiosity, Perseverance. Wie heißt der? Perseverance. Das ist so ein Name, habe ich mir nicht merken können. Was der, also da oben stehen ja schon so ein paar Sachen drum. Die alten Viking-Sonden in den 70er Jahren sind da hingeflogen, unglaublich. Und tja, ist, aber der sieht jetzt gar nicht so aus. Der scheint gar keine Atmosphäre so richtig zu haben. Man sieht ja, auf dem Planeten, hier oben ist ein bisschen Kohlen, ja, gefrorenes Kohlendioxid. Und dann aber hier kannst du schon mal gucken, hier denkst du, na, da könnte doch mal was geflossen sein. Und deswegen könnte es auch sein, dass unter der Oberfläche vom Mars eventuell sich dann noch Leben verbirgt. Aber man sieht sonst nichts. Also da hat niemand was gebaut, auch wenn man früher von Canali gesprochen hat. Also der Mars ist der Planet, da wird man erst mal gucken, ob der vielleicht tatsächlich belebt ist. Aber so richtig
gut sieht es nicht aus. Dann hier sowas hier. Könnte ja sowas sein. Jupitermond, Io, ja. Ist einer von den vier inneren Monden vom Jupiter. Und er ist ganz nah dran. Und er wird also von der Gezeit, von der Schwerkraft des Jupiters, wird er durchgeknetet. Deswegen ist er wahnsinnig aktiv vulkanisch. Da kommen also kilometerhohe Lava-Explosionen raus. Alles hier, das Gelbe, was man hier sieht. Auf so einem Körper könnte doch eigentlich auch Leben sein, oder? Ist aber alles voller Schwefel und sieht auch nicht wirklich gut aus. Oder hier, sowas. Das ist so ein Asteroid in dem Asteroidengürtel, das ist einer der größten. Der sieht auch nicht nach Leben aus, sondern sieht eigentlich eher grau aus. Ne? Also man sieht hier schon die Krater, so ein bisschen so ähnlich wie der Mond. Also das sind alles keine besonders schönen Umgebungen. Aber hier, sie hat es ja schon gesagt, heiße Venus, ne? Hat sie ja schon gesagt. Hat sie ja quasi schon verraten. Denn das könnte natürlich der Planet sein. Der hat eine Atmosphäre, undurchdringlich. Und der könnte doch vielleicht da, ich meine, Venus, der Planet der Liebe, ich bitte dich ja mal, das könnte doch eigentlich der Platz sein, wo unten vielleicht Leben irgendwie, aber dann, wenn man da mit Radar da durchguckt, dann sieht man diese Oberfläche hier. Und als die russischen Sonden auf der Venus zum ersten Mal gelandet sind, da haben die also gemessen, dass da 450 Grad Celsius Oberflächentemperatur ist. 450 Grad! Und 95 Atmosphären Druck. Ich meine, da stehst du doch nicht auf, Moins. 95 Atmosphären Druck. Blatt wie eine Flunde. Also hier scheint sich auch, das scheint eine ganz schwere Sache zu werden. Und dann natürlich, Cecilia hat es ja schon Paradies genannt. Wir wissen genau, wovon die... Das ist mal ehrlich. Hier kann man doch förmlich, also hier kann man doch richtig hören und schmecken dran. Wie wird es hier riechen? Hier ist das Leben. Auf unserem Planeten, da ist das Leben und wie. Und man stellt sich natürlich schon die Frage, was macht diesen einen Planeten in der Mitte, so, also von diesen, du hast es Gesteinsplaneten genannt, es gibt ja noch einen anderen Namen, finde ich ja unglaublich, erdähnlich. Ja. Das sind die vier erdähnlichen Planeten. Ja. Aber Mars, Venus und Merkur sind da nicht so erdähnlich. Aber ich meine, der ist unglaublich. Was macht ihn so toll? Und man kann da, jetzt machen wir mal Wissenschaft, für einen winzigen Moment, gehen wir mal aus der Leidenschaft raus, gehen wir mal in die Wissenschaft und gucken uns mal an, was sind eigentlich tatsächlich die Zutaten dafür, dass auf diesem Planeten hier sich Leben hat entwickeln können. Und da spricht man von der sogenannten Lebenszone oder, schon mal merken, habitablen Zone, ist die bewohnbare Zone. Und wie das so ist beim Wohnen zählen ja drei Dinge. Lage, 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 so könnte man es ja sagen. Also ich meine, ja, das ist ganz klar, hier der Planet scheint offenbar genau richtig zu sein und man kann rein intuitiv schon ahnen, bist du zu nah an der Sonne dran, ist es zu warm. Bist du zu weit von der Sonne weg, ist es zu kalt. Aber welcher Stoff ist es, der jetzt entscheidet darüber, ob es zu warm oder zu kalt ist? Nicht irgendein Stoff, sondern der Stoff heißt, Entschuldigung, hier, so, ja, H2O, Wasser. Wasser ist extrem wichtig für die Entwicklung von Leben. Also wir brauchen eine Energiequelle, das ist die Sonne. Für alle Planeten, was immer wir nachher auch besprechen werden, die Sterne sind ganz wichtig. Wasser ist wichtig und Kohlenstoff. Denn Kohlenstoff ist der Stoff, aus dem wir sind. Wir sind Kohlenstoffeinheiten. Kohlenstoff baut die großen Moleküle auf, die beim Leben sind. Das heißt, wir haben eine klare wissenschaftliche Definition davon, wonach man tatsächlich suchen muss. Nämlich nach Sternen, beziehungsweise deren Begleiter, den Planeten, und dann zu gucken, wohl erstmal, wie kann man die überhaupt finden und wenn man sie gefunden hat, liegen die da, wo sie liegen sollen. Hm. Cheers. Tatsächlich wird im Chat schon fleißig diskutiert. Es geht tatsächlich gerade viel um Aliens. Und deswegen eine spannende Frage, wie definieren Astronomen denn Leben? Also vielleicht sind es dann die kleinen grünen Männchen, die wir suchen, oder suchen wir allgemein Lebensformen? Tja, also ich kann jetzt erstmal diesen Witz erzählen. Nein, das mache ich jetzt nicht. Es gibt ja verschiedene Witze über Außerirdische und so weiter. Also Leben ist ein sehr, sehr weiter Begriff, aber er hat natürlich was damit zu tun, dass lebende Materie reproduziert sich. Also wenn ich mich jetzt hier einen Finger schneide, dann kommt hier eben keine Ohrenzelle raus, sondern es kommt etwas raus, was auf meinem kleinen Finger passt. Das heißt, es reproduziert sich nicht nur, sondern es reproduziert sich so identisch, dass es in seiner Funktion genauso bleibt. Und wir suchen zunächst mal nur nach Lebensformen, die wir auch als Leben erkennen würden.
Das heißt deswegen eben auch die Hinwendung zum Kohlenstoff. Also wir brauchen lange Kettenmoleküle. Diese Kettenmoleküle müssen sich aber verändern können. Leben heißt ja vor allen Dingen, ist eine Veränderung. Ich meine, wenn ich ein Stück Kohle nehme oder einen Diamanten, da verändert sich nichts. Ja? Aber beim Lebewesen, da verändert sich etwas. Es erhält sich, es produziert Ordnung aus Ordnung. Es erhält sich während der ganzen Zeit. Und deswegen suchen wir nach Lebenshinweisen oder Hinweise für biologische Prozesse, die eindeutig auf sozusagen, ja, auf Lebensprozesse zurückzuführen sind. Im Klartext, wenn ich das schon mal vorgreifen darf, wir werden nach Photosynthese suchen. Das ist der wichtigste Prozess auf unserem Planeten, den man von außen auch sehen kann. Dann eine Frage, kommt das Leben auf der Erde aus dem All? Ja, es gibt dann mehrere Hypothesen. Tatsache ist, dass wir Aminosäuren und auch Kohlenstoffmolekülketten nicht nur hier auf dem Planeten haben, auf unserer Erde, sondern wir haben die auch auf Asteroiden oder Kometen beobachtet. Nur wir gehen davon aus, dass das Leben hier im Wasser entstanden ist, bei der Erde, und nicht dann so komplex, wie wir sie kennen, was wir Leben bezeichnen, nicht aus dem All, sondern hier auf der Erde. Das ist halt meine Meinung. Und sonst verschiebt man die Frage, dann, wenn es dann außerhalb kam, wie ist das dann drüben entstanden? Ja. Das hilft uns nicht. Es gibt noch einen kleinen Hinweis, deshalb ist es sehr speziell, also jetzt nur für die Spezialistinnen und Spezialisten unter euch. Die Verteilung der Spurenelemente in den Lebewesen auf der Erde entspricht der Verteilung der Spurenelemente im Meer. Was also ziemlich stark darauf hinweist, dass Leben ein irdisches, also dass unser Leben auf der Erde ein irdisches Phänomen ist. Freya möchte wissen, und das passt vielleicht ganz gut dazu, gab es denn schon mal Leben auf benachbarten Planeten, also zum Beispiel auf Mars oder Merkur? Ja, danach wird gesucht, deswegen dann werden Roboter hingeschickt. Bisher hat man auf der Oberfläche nichts gefunden. Kein Wunder, weil der Mars kein Magnetfeld hat und das schützt uns vor der Sonnenstrahlung, von kosmischer Strahlung. Nun versuchen wir dann mit Rovers, die kräftige Arme haben, dann hineinzubohren. Und man weiß, dass es flüssiger Wasser gab auf dem Mars. Wir wissen aber noch nicht, wie lange und ob die Zeit halt lang genug war, damit dann Leben entsteht. Es kann sein, dass unterirdisch bei 2-3 Meter Tiefe, dass irgendwas dann wie Bakterien oder Mikroorganismen zu finden sind. Das werden wir aber bald herausfinden, wenn die Rover ihre Arbeit machen. Aber Dackel zum Beispiel oder sowas oder Regenwürmer halte ich für eher unwahrscheinlich, weil die Marsatmosphäre ist unglaublich dünn. Also wenn die so atmen würden wie wir, dann müssten die schon Brustkörper haben, die so groß sind wie ICE-Waggons, nur dass man mal eine Ahnung hat davon. Und der andere Planet, der erwähnt wurde, Merkur, naja, der war natürlich schon immer der Sonne so nah. Ja. Da ist es so heiß, da kann man Blei gießen und zwar das ganze Jahr über. Allerdings hat man keine Zukunft. Ja. Eine Frage von Gabriele Huber. Ist es möglich, dass Menschen irgendwann, wenn sie auf der Erde keinen Platz mehr haben, vielleicht zu anderen Planeten auswandern müssen? Das ist ja auch so ein sehr beliebtes Sci-Fi-Motiv eigentlich. Nein. Es ist nicht möglich, okay, weil es so weit, weit weg ist. Danach werden wir sehen, wie weit unser nächster Nachbarstern ist. Genau. Und das ist halt unmöglich. Es ist besser, wir schützen und passen gut auf unsere Erde, als zu träumen, dass wir irgendwohin andere umziehen können. Trotzdem muss man natürlich den Science-Fiction-Autorinnen und Autoren schon Danke sagen, weil wir würden ohne diese ganzen Ideen, die es über Leben auf anderen Planeten, und die sind fast immer von irgendwelchen Romanautoren ja eigentlich erfunden worden, würden wir ja gar nicht wirklich drüber nachdenken. Es gab im 19. Jahrhundert mal die Idee, auf dem Mond könnte doch auch was leben. Also hat man sich überlegt, ob man nicht in Sibirien den Satz des Pythagoras in große Weizenfelder reinmäht, damit die Lebewesen auf dem Mond sehen, oh, die auf der Erde können ja auch Mathematik. Also a Quadrat plus b Quadrat, ihr erinnert euch, ist genau c Quadrat. Dann noch eine Frage zur habitablen Zone. Ist der Luftdruck da für flüssiges Wasser verantwortlich? Ja. Ja, klar. Ja. Klar. Und das heißt, wenn der Mars, wenn wir imaginär, wir würden uns vorstellen, dass wir Mars in die Mitte der Lebenssonne hineindrücken würden, dann gäbe es auch noch nicht so viel Wasser auf der Oberfläche, weil er hat eine sehr dünne Atmosphäre. Ihm fällt dann dieser atmosphärische Druck. Ja?
Und in der Vergangenheit hat er angeblich eine dichtere Atmosphäre gehabt, aber das ging dann halt verloren. Das heißt, die Erde hat die richtige Masse und hat der richtige atmosphärische Druck, damit Wasser flüssig ist. Und zwar offenbar von Anfang an. Also es gibt so uralte Kristallfunde, die sind 4,4 Milliarden Jahre alt. Und diese sogenannten Zirkonkristalle deuten an, dass kurz nach der Entstehung der Erde und der Entstehung des Mondes, das ist noch eine andere Frage, es schon flüssiges Wasser gegeben haben muss. Und das bedeutet, es muss ein sehr hoher atmosphärischer Druck gewesen sein, weil die Erde sicherlich noch warm war. Und der hohe Druck hat dann dazu geführt, dass, obwohl die Temperaturen hoch waren, das Wasser schon flüssig war. Aber das ist praktisch Erdgeschichte. Und da muss man aufpassen, dass wir, glaube ich, bei der Frage nach Leben im All nicht nur über unseren eigenen Planeten reden. Das ist ein offenbar extrem guter. Sondern wir müssen erst mal feststellen, gibt es überhaupt noch Planeten in anderen Sonnensystemen? Ja. Okay, dann fasse ich noch mal kurz für uns zusammen. Für Leben auf dem Planeten gibt es drei Zutaten. Einmal die richtige Position, also der Planet muss in der habitablen Zone liegen. Zweitens Wasser. Wie ihr gerade gesagt habt, sollte das flüssig sein, also nicht gefroren, nicht verdampfen, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und das dritte ist Kohlenstoff. Ja. Da sieht es jetzt ja außerhalb der Erde in unserem Sonnensystem eher schlecht aus. Aber wenn ich mir jetzt so den Sternenhimmel angucke, das ist ja so viel, sieht so unendlich aus. Gibt es da nicht vielleicht doch irgendwo Leben? Ja, und danach suchen wir. Und was wir euch jetzt erzählen, ist hochwissenschaftlich. Es sind Methoden, die wir jetzt beschreiben werden, wodurch wir dann Leben und andere Planeten suchen, um andere Sterne. Diese Planeten heißen extrasolare Planeten, Exoplaneten abgekürzt, und wir suchen danach seit Jahrzehnten. Später kommen dann noch mehr Informationen, nur es ist sehr schwierig, dich zu finden. Schau mal hier die Erde verglichen mit der Sonne. Das ist ja winzig. Ich wollte sagen, ich sehe sie gar nicht. Das ist ja gar nichts. Von hier sieht man sie nicht mal. Und wenn man dann sich dann noch weiter weg entfernt, sieht man nur die helle Sonne. Das hier sind 700.000 Kilometer, ist der Radius der Sonne. Also wenn man mit einer Boeing 747, habe ich mal gelesen, um die Sonne drumherum fliege, bräuchte man 3 Monate. Ja? Also das ist ein gewaltiger Gasball. Und ja, und die Erde würde eine Million Mal reinpassen. Mhm. So winzig, so schwach, die widerspiegeln, reflektieren das Licht der Sterne, aber wenn man sich entfernt, dann sieht man die nicht mehr. Ja, klar. Und jetzt stellt euch vor, wir machen eine Reise von unserem Sonnensystem zu unserem Nachbarstern. Die heißt Proxima Centauri und die ist Teil von einer Dreiergruppe von Sternen. Und von dort aus, vielleicht beobachtet ein außerirdischer Astronom aus Proxima Centauri unser Sonnensystem. Er wird keine Planeten sehen um die Sonne. Er wird nur die Sonne als heller Stern wahrnehmen können. Das wäre der Blick von irgendeinem der drei auf unsere Sonne. So ist es. Und dieser Nachbarstern befindet sich 4,5 Lichtjahre weit weg entfernt. Jede Lichtjahr beträgt 10 Billionen Kilometer. Das heißt, dieser Stern befindet sich bei einer Entfernung von 45 Billionen Kilometern. Mein Gott, ist das weit. Ja, und dann, was macht man dann? Wie findet man dann diese Planeten, wenn die Sterne so hell strahlen? Jetzt werde ich euch einen Vergleich zeigen. Stellen wir uns vor, wir sind in Frankfurt und beobachten in München bei einer Entfernung von 300 Kilometern ein Auto mit einem kaputten oder defekten Scheinwerfer. Und auf diesem Scheinwerfer sitzt ein Glühwürmchen. Das ist der Stern und das ist der extrasolare Planeten, der Exoplaneten. Und diese Glühwürmchen sollten wir aus Frankfurt aus beobachten. Das ist unglaublich schwierig. Okay. Ja, das ist ja aus 300 Kilometer Entfernung. Ja. So ein Glühwürmchen. Ja. In München. Ja. Ist auch schön. Glühwürmchen hat ein Ü, München hat auch ein Ü. Ja. Ja. Ein Münchner Glühwürmchen von Frankfurt aus beobachtet. Das geht doch gar nicht. Doch. Kann man doch, das geht doch es gar nicht. Es geht. Wie will man denn das machen? Das geht doch überhaupt nicht. Ich sage, dafür haben dann
die Astronomen Sternwarten aufgebaut mit Teleskopen, die hier die Sternwarte Bendelstein bei uns in Bayern, das gehört dann zu LMU, zur Universitätssternwarte. Und in dieser Kuppel gibt es ein 2 Meter Durchmesser-Teleskop. Und mit diesem Teleskop kann man dann Exoplaneten suchen und hat auch welche gefunden. Dann gibt es andere Teleskope, zum Beispiel wie das Hubble Space Teleskop. Auch wurden Planeten damit gesichtet. Das sind Weltraumteleskope. Das sind ein Weltraumteleskope. Und die haben dann den Vorteil, dass sie oberhalb der Atmosphäre sind. Und dann es ist es egal, was für ein Wetter man hat. Und man kann in andere unsichtbare Wellenlängen auch beobachten. Was ich toll finde bei dem Bild hier, kann man sagen, das ist richtig verdrahtet und verlötet hier alles. Also das so ist richtige ist schöne Mechanik, alles astrein, damit es auch hält, obwohl da oben ja nichts ist. Ne? Was also jetzt, also mal abgesehen, gut, ab und zu kann man was treffen, so kleine Teilchen. Ja, aber und eine Menge Müll, die ja, oben liegt. Richtig. Und wir haben hier so ein Guckrohr, also guckt ja keiner selber, sondern... Nein. Nein, und dieses Teleskop wurde vom Astronauten repariert. Ja, als ich anfing mit der Astronomie, hatten wir ganz schlechte Bilder gehabt. Wir haben uns aufgeregt und Astronauten sind dann hingegangen und haben dann diese Spiegel repariert. Ja, jetzt dann gibt es halt andere Teleskope und dieses Teleskop heißt das Kepler-Teleskop und mit dem Teleskop hat man mehr als 4000 Exoplaneten gefunden. Und wie? Ja, dann das erkläre ich euch. Methode 1 heißt Transitmethode und der funktioniert so. Ein Stern hat einen Planet oder 2 oder 3. Die Planeten kreisen um den Stern und gehen vorbei und ziehen von der Helligkeit des Sterns, die verdunkeln das Licht des Sterns. Sowas kann man auch von unserem Sonnensystem auch beobachten. Richtig, da braucht man doch nicht mal ein Physikstudium dafür. Man kann einfach sagen, okay, ich habe eine Lampe und dann, wenn die, ja, wenn das da so vorbeigeht, dann muss die ja, ja, also jetzt nicht so, sondern wieder zurück, sondern nur einfach in eine Richtung. Okay, dann, das heißt hinten rum und dann kommt er wieder und dann so. Ja, und von der Erde aus gesehen hat man auch viele Male beobachten, wie Merkur vor der Sonne vorbeisieht oder Venus. Na klar. Und diese Methode kennen wir ja schon. Gut, okay, aber verstehe. Aber angewandt auf ferne Sterne, das ist eine andere Nummer. Das ist doch schwierig, eben. Das ist, und jetzt zeige ich euch, wie das aussieht. Hier haben wir den Stern, der Planet ist hier, unsichtbar, und der kommt gleich rein und er wird dann die Helligkeit des Sterns bedecken. Nee. Ah, da kommt er. Da ja, ist genau wie bei der Venus-Transit. Genau, sowas kann man ja wunderbar. Ja, und er bedeckt dann das Licht des Sterns, vielleicht dann 3, 4. Aber da muss man ja unheimlich empfindlich sein. Ich meine, das ist ja, der ist ja so winzig. Der ist winzig klein und jetzt geht er raus. Ja. Und dann haben wir dann die Helligkeit des Sterns und der sieht unter dem Stern und irgendwann kommt er dann wieder. So hat das Kepler-Teleskop diese über 4000 Exoplaneten entdeckt. Und das sind typische Kurven, Transitkurven. Das heißt, hier ist das die Helligkeit des Sterns, dann bei einem winzigen Planet. Ja, der ist ja kaum zu sehen. Ja, der verdunkelt kaum den Stern und der geht dann irgendwann wieder raus und das hier ist eine größere. Das könnte dann so ein Jupiter zum Beispiel sein. Das könnte ein Jupiter. Und schau mal die Bedeckung. Das sinkt dann die Helligkeit des Sterns. Das kann man richtig sehen. Und dann geht der dann raus und dann wird dann nochmal konstant. Was man hier sieht, ist die Periode der Umlaufzeit. Und bei dem Planet sind 3,2 Tage. Boah, das ist aber nah dran dann. Das ist... Und schnell, nicht nur Wahnsinn. Nah dran, sondern schnell. Ja, ja. Und diese hier in 3,5 Tage. Ein außerirdischer Astronom, der musste ein Jahr warten auf die Erde. Wenn er auf die Erde, genau. Ja, weil die Erde braucht ein Jahr. Und dann 6 Monate wird dann die Erde bedeckt von der Sonne und dann kommt er nochmal. Und so kann man dann aus dieser Methode der Radius des Exoplaneten und dann könnte man dann auch abschätzen, ob es ein Gesteinplanet ist oder ein Gasplanet. Toll, toll, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist super. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit.
aus dem Licht der Sterne direkt abzulesen, was da los ist. Also hier haben wir zum Beispiel eine Glühbirne, nur dass ihr schon, also erinnert euch noch an Glühbirnen. Glühbirnen waren diese Birnen, da war früher so ein Draht drin und der glühte. Und von diese Glühbirnen, die haben als Lichtquelle ein ziemlich kontinuierliches Spektrum. Wenn man das durch ein Prisma schickt, das zerlegt das Licht. Und da sind wir hier beim Roten, lange Wellen, hier haben wir das Blaue, kurze Wellen, also hier hinten, was kommt nach Blau? Genau, Ultraviolett. Was kommt hier auf dieser Seite? Rot, genau, Infrarot. Und damit, aus dem Licht der Sterne, kann man richtig ablesen, um was es hier geht. Also, das Licht der Sterne sieht allerdings nicht ganz so aus wie das von der Glühbirne. Da gibt es diese schwarzen Linien und diese schwarzen Linien sind Absorptionslinien. Sie sagen uns etwas darüber aus, was tatsächlich was das Licht absorbiert hat. Nämlich hier haben wir so eine Atmosphäre um den Stern herum, nicht nur Sonne, sondern jeder Stern hat eine Atmosphäre. Und das Licht des Sterns wird von dieser Atmosphäre tatsächlich verschluckt. Und jetzt kommt's. Die Bewegung von solchen Absorptionslinien ist ein Ausdruck dafür, ob sich etwas, oder wenn die Absorptionslinien sich bewegen, dann bedeutet das, der Stern bewegt sich auch. Und der Stern zieht den Planeten so an, wie der Planet den Stern anzieht. Beide bewegen sich also um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Und der ist nicht exakt in der Mitte des Sterns, sondern der eiert ein bisschen. Und dadurch, dass der Stern eiert, werden die Absorptionslinien, die seine Atmosphäre verursacht, hin und her geschoben. Und wer ist der Verursacher, dass der Stern eiert? Der Planet, der ihn umkreist. Das heißt, jetzt läuft der Planet weg, die Linien werden ins Rote verschoben, entfernt sich von uns, hier ins Blaue verschoben. Und ihr wisst natürlich alle, worum es hier geht. Na klar, es geht um diesen Effekt hier. Man kann also aus der Frequenzverschiebung auf die Geschwindigkeit schließen. Und damit kann man darauf schließen, um was für eine Art von Planet es sich handeln kann. Und es wird noch besser. Die beiden hier haben am 6. Oktober 1995 zum ersten Mal einen solchen Planeten entdeckt. Also Michel Mayor und Didier Queloz, die haben den Nobelpreis für Physik im Jahr 2019 dafür bekommen. Und sie haben den ersten Planeten 51 Pegasi 1995 entdeckt. Dadurch, dass sie diese Dopplerverschiebung tatsächlich genauestens gemessen haben. Das ist eine der ganz, 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 ganz großen Entdeckungen der Astronomie. Und dafür haben sie den Nobelpreis auch wirklich mehr als verdient. Ich meine, man sieht auch, nicht nur die astronomische Community freut sich, sondern die beiden freuen sich wirklich auch. Und das ist auch wirklich großartig, denn man kann damit nicht nur feststellen mit diesen Absorptionsspektren, dass sich ein Körper bewegt, sondern man findet auch noch raus, aus Wasser besteht. Hier in dem Fall Wasserstoff und Sauerstoff. Ist also da drin. Und das bedeutet mit anderen Worten, wenn wir jetzt unsere Erdatmosphäre angucken, da läuft ja, fliegt ja das Licht, das Licht läuft von der Sonne, läuft ja durch unsere Erdatmosphäre. Unsere Erdatmosphäre ist, sagen wir mal, 200, 300 Kilometer hoch, nehmen wir es mal sowas. Und das heißt, auch hier in der Atmosphäre unserer Erde werden natürlich Absorptionslinien drin sein. Und zwar gemäß der Moleküle, der Atome, die in dieser Atmosphäre sind. Und hier sieht man Sauerstoff, Ozon, O3, hier sieht man Wasser, Kohlendioxid, Methan, Ozon. Das sind alles Hinweise auf welchen Prozess? Auf den Prozess der Photosynthese, der ständig freien Sauerstoff nachliefert. Also das sind, Ozon vor allen Dingen ist ein Indikator für einen Lebensprozess auf einem Planeten. Das heißt, hier haben wir ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man solche hauchdünnen Gasscheiben beobachten kann, also hauchdünne Gasschichten beobachten kann. Jetzt sind aber die anderen natürlich sehr weit weg. Nehmen wir also mal so ein Objekt, wir haben einen Stern und einen Planet, der kreist um den rum. Das heißt, wir haben hier ein bestimmtes Spektrum, zum Beispiel mit solchen Absorptionslinien. Dann haben wir den Stern ohne den Planeten, weil der Planet ist gerade hinter ihm. Dann haben wir wieder ein Spektrum. Was wir jetzt machen ist, wir ziehen das eine vom anderen ab. Was bleibt übrig? Genau. Das Spektrum des Planeten. Und so kann man feststellen, ob ein Planet, nicht nur, dass wir wissen, wo der Planet einen Stern umkreist, ob es ein Felsenplanet ist, ob es ein Gasplanet ist, oder auch noch, dass seine Atmosphäre möglicherweise Moleküle enthält, die darauf hindeuten, dass es dort Leben gibt. Das ist der wissenschaftliche Gehalt von all dem, was ich da eigentlich erzählen will. Und hier zum Beispiel sieht man ein Beispiel, wie wir das heute machen. Wir haben den Stern, wir haben die Atmosphäre und dann sieht man hier die Wasserabsorptionslinie eines Planeten, der allerdings eher so aussieht, na komm, also ist ein großer Jupiter, ist leider keine Erde. Und was wir allerdings heute noch machen können, ist daneben, wir können tatsächlich im Infraroten einen Planeten aufnehmen. Also wir sehen den Stern im sichtbaren Bereich, da sieht man den Planeten gar nicht. Aber im Infraroten strahlt der Planet gemäß seiner viel niedrigeren Temperatur.
Planeten sind ja viel, viel, viel kälter als Sterne. Sterne sind tausende von Grad heiß. So ein Planet hat zum Beispiel eine Temperatur so wie die Erde mit 15 Grad plus. Ja, und hier kann man also dann direkt im Infraroten die Bewegung von Planeten um Sterne herum beobachten. Ja, und wir haben, Valerie und ich, ein Experiment hierher gebracht. Es funktioniert nicht mit allen Handys. Erstmal, ihr kennt das, eine Fernbedienung. Hat und, hoffentlich jeder zu Hause, ja, aber ich glaube schon. Und wenn man dann drückt, sieht man gar nichts mit unseren Augen. Aber durch die Handykamera sehen wir den Nahinfrarotstrahl von der Fernbedienung. Und ähnlich bauen wir Kameras am Teleskopen, um die Planeten in Infrarot zu beobachten. Probier mal. Das heißt, man hat eine unsichtbare Strahlung und die macht Planeten sichtbar. Das ist unglaublich. So ist es. Ja, und das wird in Zukunft wahrscheinlich die Methodik sein. Ja. Ja. Mhm. Was haben wir bisher entdeckt? Wir haben gehört über 4000 Exoplaneten. Aber das hier hat mich so bewegt. Das ist ein anderes Sonnensystem mit so vielen Planeten und es gibt dann einige in der Lebenszone. Hier, diese Planeten hier sind zu nah an dem Stern und hier diese sind sehr weit weg. Falls es Wasser gibt, ist es hier eingefroren. Mhm. Aber hier hat man dann die große Hoffnung, dass man, wenn man hineinschaut, wenn man die Atmosphäre so untersucht, wie du dann eben gerade berichtet hast, beschrieben hast, dass man dann vielleicht Hinweise auf Sauerstoff finden kann. Das ist halt mein Lieblingssystem bisher. TRAPPIST 1 in Sternbild, Wassermann. Im Wassermann? Ja. Und wie weit ist es weg? 39 Lichtjahre. Ja. Ich bin der Pragmatiker, auch wenn ich Theoretiker bin. Ich bin begeistert von der Tatsache, dass der nächste Stern, der allernächste Stern, also Proxima Centauri, der ist 4,2 Lichtjahre weit weg, quasi vor der Haustür, der hat auch Planeten. Und der hat sogar einen Planeten, der in seiner Lebenszone ist. Gut, man muss ja nicht gleich übertreiben, aber ich finde es toll, dass also hier direkt in unserer Umgebung der nächste Stern schon Planeten hat. Das bedeutet nämlich, dass vermutlich, würdest du auch sagen, alle Sterne haben Planeten, oder? Mhm, ja. Und so sieht es aus. Proxima Centauri ist ein Planet, der ein bisschen anders ist als die Erde. Die Erde dreht sich ja einmal um die eigene Achse in 24 Stunden. Proxima Centauri ist mehr so von der Sorte, ich mache das mal ganz kurz vor, damit alle Bescheid wissen, der dreht sich genau einmal um die eigene Achse, während er sich einmal um den Stern herumdreht. Deswegen zeigt er dem Stern immer die gleiche Seite. Ja. Und deswegen hat er immer Happy-Hour-Stimmung. Ja, auf einer Seite, auf der anderen nicht. Auf der anderen nicht, ja, das ist ja, das stimmt. Guck mal, wie das dann aussieht. Ja, ne? Das ist nicht so schön. Ja. Jetzt kommt's. Neue Teleskope. Dieses Jahr, am 31. Oktober, wird dieses Teleskop ein 6,5 Meter Durchmesserspiegel, das James Webb Teleskop, gestartet. Er wird 1,5 Millionen Kilometer weit weg von der Erde fliegen und im Schatten der Erde. Das heißt, die Erde wird immer ihn schützen vor der Sonne. Gut, wichtig, ja, wichtig. Mit dem Teleskop werden wir dann Atmosphären untersuchen können vom Exoplaneten. Großartig. Und das ist nicht nur das Einzige. Ja. Wir in Europa bauen das Extremely Large Teleskop, wo in Chile, in der Atacama, 39 Meter Durchmesserspiegelteleskop. Damit kann man dann alle Methoden anwenden und direkte Aufnahmen machen in Infrarot, in Nahinfrarot von den Planeten. Also nur, das steht ja in der Atacama-Wüste. Also das, was ihr hier unten seht, das sind SUVs. Also da, nur, dass ihr mal eine Ahnung habt, wie groß dieses Ding werden wird. Ist ja gewaltig. Ja. Das ELT, Extremely Large Telescope. 25, wir sind gespannt. Ja, ja. Das ist natürlich die ganz große Geschichte. Man sieht schon daran, Planeten, um andere Sterne zu entdecken, gehört mit zu den allertollsten, zu den größten Entdeckungen innerhalb der Astronomie. Es gibt kaum ein Feld, was mehr Vitalität hat momentan, weil so viele Experimente, nicht nur dieses Riesenteleskop, es werden noch viele Sonden nach oben geschickt werden, um Planeten, um andere Sterne herumzufinden. Und ich meine, die Methoden sind da, also die Instrumente sind da. Wenn ich das mal so sagen darf, das Einzige, was uns
für die Zukunft fehlt, seid ihr. Ja. Ja. Also Astronomie bedeutet hier direkt daran mitzuarbeiten, auf der Suche nach extrasolaren Planetensystemen. Zum Beispiel auf der Suche nach Möglichkeiten, solche Planeten zu identifizieren. Eine großartige Sache. Übrigens, apropos großartige Sache, Terra X Plus. Den Kanal, den solltet ihr euch merken. Il Canale Grande sozusagen. Also abonniert ihn. Und habe ich noch irgendwas vergessen, Valerie? Ich glaube, wir gehen in die Fragerunde. Wir gehen in die Fragerunde, ja. Also ich muss euch sagen, ich bin jetzt schon ein Mega-Fan von Proxima Centauri B. Allein schon wegen dieser dauernden Abendstimmung, diesem Sundowner-Happy-Hour-Gefühl. Ja. Also ich wäre auf jeden Fall an Bord. Hier eine gute Frage dazu. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten 50 Jahren Leben finden, gerade wenn wir jetzt so viele neue Teleskope haben? Sehr hoch. Ja, genau. Also wir würden uns beide gewissermaßen beide sehr weit aus dem Fenster lehnen. Also bei all den Verfahren, die es jetzt gibt und auch mit der Genauigkeit, mit der man jetzt vor allen Dingen Spektren auseinanderziehen kann, würden wir sagen, also ich bin jetzt mal so optimistisch, in den nächsten 15 Jahren wird man einen Planeten finden in der Milchstraße, gar nicht weit von uns entfernt, und wird man sagen, das ist ein Target, da wird man noch genauer hingucken, weil man tatsächlich Sauerstoff finden kann. So ist es, ja. Und wir sind halt vorbereitet. Wir haben so viele Vergleichsspektren. Ja. Wir wissen, wie das ausschauen wird. Es ist alles vorbereitet für den Tag der Entdeckung. Also es ist nicht ET sozusagen. Also nicht nach Hause telefonieren oder so. Wir warten auch nicht auf Alien oder sowas. Wobei ich mich immer frage, wie können diese Lebewesen Raumschiffe bauen, wenn die nur so Tentakel haben? Wie willst du da einen Lötkolben halten? Die haben so viele Arme. Ja, gut, okay. Aber sondern wir werden praktisch die wissenschaftliche Frage, die werden wir... Da bin ich mir ziemlich sicher beantworten können. Mhm. Ja. Dann habe ich eine spannende Frage von Moonshine. Hat es Auswirkungen auf das Leben, wenn die Rotation des Planeten zu langsam oder zu schnell ist? Ja, also da kann ich dann eine Geschichte erzählen, ganz kurz. Früher mal hat die Erde sehr schnell rotiert. In 4 Stunden, stellt euch vor, was für ein Stress. Also 2 Stunden Tageslicht, 2 Stunden dann zum Schlafen. Ja. Und das ist nicht nur das Problem, sondern die Winde. Die wären dann so schnell, 500, 800 Kilometer pro Stunde. Und dann hätte man ein Klima auf dem Planeten, der sehr instabil wäre. Mhm. Und nach der Entstehung des Mondes hat dann das Ganze sich verlangsamt. Und das hat dann gesorgt, dass es auf der Erde ein mäßiges Klima gibt. Mhm. Und das ist gut für Leben auf dem Land. Und ja? wenn es zu langsam ist, ist es natürlich auch klar. Ich meine, dieser eine hier, ja, der hat so schön diese Happy-Hour-Stimme auch immer ist, weil es ist natürlich, je nachdem, wie heiß der Stern ist, kann also ein Planet, wenn der immer dem Stern die gleiche Seite zuzeigt, das kann ziemlich heiß werden auf der Seite. Und auf der Rückseite wird es ziemlich kalt. Das wird dazu führen, da kommen auch wieder die Winde, von denen Sie ja gerade gesprochen hat, ins Spiel. Selbst in der Übergangsphase hast du dann einen unglaublichen Austausch. Es muss schon in der richtigen Richtung sein. Interessant übrigens, dass der Mars fast 24 Stunden Rotationsperiode hat. Also der hätte schon mal, sagen wir mal, der wäre schon mal richtig dabei. Ja, auch 4 Jahreszeiten. Ja, auch 4 Jahre, genau. Ja. Bei Venus wäre natürlich doof, die dreht sich andersrum. Und Merkur ist natürlich Essig, ist viel zu heiß. Ja. Dann dazu noch eine gute Frage von André Senf, der uns gefragt hat, warum gibt es eigentlich Bewegung im All, wenn wir jetzt schon darüber reden, ob man nur 2 Stunden am Tag arbeiten muss, aber dafür sehr windig, die Frisur sitzt nicht. Warum ist das so? Warum gibt es Bewegung im All? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also Bewegung gibt es genau dann nicht, wenn 2 Dinge exakt symmetrisch aufeinander stoßen. Dann stoßen die zusammen, das war's. Aber in dem Moment, wo ein Planet einen anderen auch nur so vorbeizieht, ja, sowas, dann fängt sie schon an, sich zu drehen, weil ich nämlich einen Drehmoment auf sie ausübe. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint, sondern nur rein planetar sozusagen. Also das heißt, wenn Massen aneinander vorbeifliegen, üben sie Drehmoment aus und dann fangen die Dinge. Und im Grunde ist es natürlich immer so, dass jedes Schwerkraftfeld veranlasst Massen, sich zu bewegen. Ja. Dann eine Frage, gibt es tatsächlich Wasserplaneten, also wie bei Interstellar? Ich weiß nicht, ob ihr den Film geschaut habt, schaut ihn euch an, wenn nicht, der ist echt super, aber gibt es solche Wasserplaneten oder nimmt man das nur an? Nein, es gibt. Ja, warum nicht? Ja. Es gibt.
solche Wasserplaneten. Haben die auch so fancy Namen wie Proxima Centauri B oder? Ja, wir haben ja gesehen, also wir, bei vielen von den Objekten, entweder heißt einer Kepler 4a, 4b oder hört sich an wie nur so eine Schulklasse. Ja, wir sind hier Kepler 7g oder sowas. R2D2. R2D2 oder HD irgendwas. Ja, also leider gehen uns die Namen dann auch irgendwann aus. Übrigens, das ist auch interessant, die Europäer nennen ein sehr großes Teleskop ELT. Also Extremely Large Telescope. Sie haben vorher schon ein großes Teleskop gehabt, das hieß Very Large Telescope. Ja. Ja. Und die Amerikaner würden so ein Apparat OL nennen, Overwhelmingly Large Telescope. Ja. Und OL ist ja das englische Wort für Eule. Also die haben dann immer gleich eine Bedeutung. Das kriegen wir leider bei ELT nicht so richtig hin. Aber das ist ein europäisches Projekt von der ESO. Ja. Und ist einfach eine Jahrhundertmaschine wird das werden. Ja, so ist es. Dann noch eine Frage von Barbara Welsch. Haben schwarze Löcher etwas mit dem Leben zu tun? Nö. Indirekt. Echt? Schwarze Löcher entstehen aus Explosionen von Supernova. Ja. Und in der Explosionen von Supernova werden chemische Elemente erzeugt. Und aus der Reste dieser Supernova könnten sich dann neue Planetensysteme bilden mit neuen Sternen. Aber das schwarze Loch selbst, ne. Das ist doch völlig genau. Also ich meine, wir drei hier zum Beispiel, wir bestehen zu 95% praktisch aus Material von einer Supernova. Ja. Also alle hier im Studio, selbst ihr, die ja da draußen zuguckt, ja. Alles Material von einer Supernova. Alles. Ein Stern, der 25 Mal so schwer war wie die Sonne, ist vor 4,5, 6, 7 Milliarden Jahren explodiert und so weiter. Und so. Also man sieht, es gibt viele tolle Geschichten, die man aus dem Universum erzählen kann. Haben wir. Aber direkte Verbindung? Nee, also vor allen Dingen, Leben sollte die Finger weglassen von schwarzen Löchern, wenn sie reinfallen, bist du weg. Dann eine Frage, die ich tatsächlich öfter gelesen habe. Wo ist denn der Unterschied zwischen den Teleskopen auf der Erde und welche, die man jetzt im Weltraum hat? Also was sind die Unterschiede? Was kann jetzt unser Teleskop hier besser als das andere und umgekehrt? Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal, wir haben auf der Teleskopen auf der Erde haben wir die Atmosphäre. Und die Atmosphäre absorbiert die Strahlung von Objekten, die wir auch sehen wollen. Und bei einigen können wir gar nicht sehen. Das heißt, in diese Wellenlängen, Mittelinfrarot oder Radio, oder da müssen wir dann halt rausgehen, UV. Ja, Ozon, unsere Ozonschicht absorbiert die UV-Strahlung der Sonne, aber auch nicht nur von der Sonne, sondern vom anderen Himmelskörper. Ja. Also wenn wir in UV das Universum beobachten wollen oder in andere Wellenlängen, müssen wir mit Raumweltteleskopen arbeiten. Und hier gibt es halt einige Fenster, das heißt, hier kommt Nahinfrarot rein oder visuelles Licht und dann kann man dann mit großem Spiegel ganz, ganz tolle und genaue Beobachtungen machen. Mit hoher Auflösung. Und man hat natürlich den Vorteil, wenn man ein Teleskop hier auf der Erde stehen hat, kann man das immer neu mit neuen Instrumenten versehen. Ich meine, wenn du so ein Ding da oben hingebracht hast, musst du erst mal hinkommen und dann musst du umbauen in der Schwerelosigkeit, das ist alles kein Problem. Hier unten fährst du hin, bringst dein Teleskop, deinen Spektrographen da an. Das heißt, technologische Entwicklung auf dem Boden, hier auf der Erde, kann hier ständig neu eingebaut werden. Wenn du einmal da oben ein Teleskop hingeschickt hast, dann bist du auf dem Stand des jeweiligen Jahres, wo du dein Teleskop oben hingebracht hast. Hubble war eine Ausnahme, weil der ganz nah war. Ja. Aber Kepler kann man nicht mehr reparieren. Ist vorbei, genau. Ja. Tatsächlich sind wir jetzt schon am Ende unserer Live-Schulstunde. Nee. Das gibt's nicht. Nee, das gibt's nicht. Gibt's nicht noch? Also bitte nicht. Irgendeine Abschluss. Mir wurde gerade reingeschrieben, jetzt Abmoderation. Aber Harald, wenn du ganz schnell redest, eine Frage. Komm, eine. Ganz, ganz viele Hobby-Astrologen haben uns geschrieben, was können sie denn zu Hause machen, wenn sie jetzt ein Teleskop haben? Was kann man denn damit vielleicht entdecken? Kann man euch ein bisschen unterstützen bei der Suche nach Leben? Oder muss man dazu in die Sternwarte oder Astrophysik Sternwarte studieren? Mit einem Hausteleskop kann man leider keine Transiten beobachten. Es kann sein, dass wir dann halt mit unserem Kollegen Arno vielleicht dann ein Projekt starten mit Schülerinnen und Schülern. Direkt nicht, aber es lohnt sich sehr, andere Objekte zu beobachten mit dem Teleskop. Ich habe eine etwas allgemeinere Antwort. Alle, die Teleskope haben zu Hause, alle, die Amateurastronomen, sorgt mit dafür, dass das naturwissenschaftliche Gedankengut
sich verteilt. Denn die Astronomie ist die ideale Naturwissenschaft, um die anderen einzuladen. Kommt doch mal rein. Denn hinter der Astronomie, habt ihr ja gerade gesehen, steht die Physik, die Chemie, die Biologie, gerade bei diesem Thema, alle möglichen Naturwissenschaften. Und auf diese Weise können wir mit dafür sorgen, dass also dem Irrsinn mancher Theorien oder wie man die nennen soll, eben vielleicht ein bisschen die Stirn geboten wird. Und dafür ist die Suche, sind die Außerirdischen, glaube ich, sind uns gerade recht. Das wäre toll. Dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es hat total viel Spaß gemacht. Danke für eure tollen Fragen. Vielen Dank euch beiden für die Antworten, für diesen Blick in die wirklich aktuelle Forschung. Da passiert ja jetzt einiges. Mhm. What a time to be alive. Auf jeden Fall schön, dass wir das noch miterleben. Ja. Genau, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt neugierig und tschüss. Vielen Dank, Valerie. Ja. Danke, danke. Ach, ciao und bis bald.